Guten Tag, mein Name ist Sandra Dinter und ich bin Juniorprofessorin für Anglistik an der Universität Hamburg und gleichzeitig Stipendiatin im Postdoktorandenprogramm der Daimler- und Benz-Stiftung. Und ich freue mich sehr, dass die Stiftung mich eingeladen hat, Ihnen heute einen kleinen Einblick in meine Forschung zur Darstellung weiblicher Mobilität in der britischen Literatur und Kultur des 19. Jahrhunderts zu gewähren. In meinem Forschungsprojekt Women Workers in 19th Century Provincial Writing from Austin to Hardy untersuche ich die Genese und Genealogie der Figur der Spaziergängerin in der provinziellen Literatur Großbritanniens. Es geht also um Frauenfiguren in Romanen und kürzeren Prosatexten, die in ländlichen Regionen fernab der Metropolen Londons, Manchesters oder auch Edinburghs zu Fuß gehen und deren Bewegungen wichtige literarische Funktionen und Bedeutungen übernehmen. Mein Textkorpus umfasst literarische Werke berühmter und auch weniger bekannter Autorinnen und Autoren, wie zum Beispiel Jane Austen, Mary Russell Mitford, Anne Bronte, George Eliot und Thomas Hardy, von denen Sie hier auf der Folie schon einige Beispiele sehen können. Trotz der historischen, sprachlichen und kulturellen Distanz zu Großbritannien zwischen 1800 und 1900 hat mein Forschungsprojekt einen Bezug zu unserem Alltag im 21. Jahrhundert. Denn spätestens seit der Corona-Pandemie hat der Spaziergang in Westeuropa eine Renaissance erlebt. Tatsächlich war und ist der Spaziergang eine höchst komplexe Alltagspraxis mit einer langen Kulturgeschichte. Da der aufrechte Gang eine Fähigkeit ist, die evolutionär nur der Mensch besitzt, gilt das Zu-Fuß-Gehen als unsere vermeintlich natürlichste und intuitivste Form der Mobilität, insbesondere im Vergleich zum Zug, Auto oder E-Scooter. Als Anglistin begreife ich das Gehen allerdings als eine kulturelle Praktik. Was bedeutet, dass die Art und Weise, wie wir gehen und über das Gehen sprechen und es deuten, historisch und kulturell geformt ist. Obwohl die meisten von uns täglich ganz selbstverständlich auf beiden Beinen unterwegs sind, ist die Art und Weise, wie, wo, wann und zu welchem Zweck und wie weit wir gehen und wie wir uns dabei kleiden und wahrgenommen werden, keineswegs universal, sondern von Faktoren wie Alter, Geschlecht, sozialer Schicht und Ethnizität bestimmt, um hier nur einige Faktoren zu nennen. Denken Sie zum Beispiel an Parks und Wälder, in denen sie tagsüber sehr gerne zu Fuß sind, die sie in der Nacht aber meiden. Als Anglistin interessieren mich vor allem die kulturellen und sozialen Bedeutungen des Gehens und die Art und Weise, wie die Literatur sich genau zu diesen Bedeutungen verhält und quasi an ihnen mitarbeitet und sie mitgestaltet. Das 19. Jahrhundert in Großbritannien bildet in der Kulturgeschichte des Gehens eine zentrale Epoche, denn in dieser Zeit etabliert sich der Spaziergang für das Bürgertum als Alltagspraxis. Hier sehen Sie auch wieder ein Beispiel auf der Folie. Während wir heute fest ausgebaute Straßen und sichere Wege gewöhnt sind, sah dies im 18. Jahrhundert im ländlichen England noch ganz anders aus. Das Konzept des Spaziergangs als Freizeitbeschäftigung war noch nicht so ausgeprägt wie heute. Auf dem Land gingen vor allem die Menschen zu Fuß, die sich keine Kutschen oder Pferde leisten oder das Ganze als Teil ihrer körperlichen Arbeit tun mussten. Die oberen Schichten hingegen sollten sich zum einen nicht den Unannehmlichkeiten und Gefahren auf der Straße aussetzen, zum anderen schickte sich dies im Hinblick auf ihre hohe soziale Stellung auch gar nicht. Um 1800 machten sich also noch Verhältnisse mäßig wenige Menschen aus dem Bürgertum und dem Adel zum Wandern oder Spazieren auf die Reise. Meistens blieben sie dafür in ihren eigenen Gartenanlagen. Der Spaziergang wurde erst für die oberen Gesellschaftsschichten attraktiv, als ihn um die Jahrhundertwende romantische Dichterinnen und Dichter, wie zum Beispiel Dorothy und William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, Charlotte Smith und Charles Lamb, als einen neuen Modus der ästhetischen Naturerfahrung und kontemplativen Selbsterfahrung für sich entdeckten und ihn genau in dieser Form dann auch in ihrer Lyrik repräsentierten. Der Spaziergang in der Natur wurde allmählich zu einem Distinktionsmechanismus, mit welchem sich das Bürgertum und der niedere Adel vom dekadenten und entfremdeten
Hofe und der Arbeiterschicht auf der anderen Seite abgrenzen konnte. Für einen privilegierten Teil der Gesellschaft werteten die Romantikerinnen und Romantiker das Gehen also auf. Hier, und das ist auch der Ausgangspunkt meines Forschungsprojektes, müssen wir aber noch weiter differenzieren. All das galt nämlich nur bedingt für Frauen, deren Fortbewegung zu Fuß anders konnotiert war als die der Männer. Wenn insbesondere Frauen aus den oberen Schichten alleine zu Fuß gesehen wurden, hatte dies oft negative Implikationen. Entsprechend der vorherrschenden Geschlechterordnung des 19. Jahrhunderts war die Frau der Mittel- und Oberschicht ideologisch im privaten und häuslichen Raum verortet. Gänge zu Fuß sollten also möglichst in Begleitung erfolgen. Damit es zu keiner Verwechslung mit den sogenannten Streetwalkers, das ist das englische Wort für Prostituierte, kam. Das war ein notorisches Beispiel einer Frau, die meistens alleine zu Fuß ging. Also sollte man Verwechslung hier quasi vermeiden. Ein Spaziergang konnte neben Armut für Frauen aus der Mittel- und Oberschicht also auch fehlenden moralischen Anstand signalisieren. Und ebenso galt der weibliche Körper noch als zerbrechlich, schwach und verwundbar, weshalb Mediziner häufig nur moderate Spaziergänge bei gutem Wetter empfahlen und nicht sportliche Wanderungen. Eine Spaziergängerin sah sich im 19. Jahrhundert also mit einer Vielzahl von gesellschaftlichen Regeln und Konventionen konfrontiert, die sie unbedingt einhalten sollte. In meinem Forschungsprojekt konzentriere ich mich dezidiert auf Frauenfiguren, denn diese wurden in der bisherigen literaturwissenschaftlichen Forschung, die sich zumeist auf die männlichen romantischen Wanderer und das Pendant des Wanderers im urbanen Raum, nämlich den Flaneur, als Norm setzten und sich immer auf diese männlichen Figuren konzentrierten. Mein Anliegen hingegen ist es zu zeigen, wie virulent das Sujet der gehenden Frauen in der britischen Literatur des 19. Jahrhunderts ist und welche Funktionen Episoden haben, die weibliche Figuren beim Spazieren und Wandern zeigen. Jane Austen erschafft in ihren Romanen im frühen 19. Jahrhundert einen Prototypen einer literarischen Spaziergängerin in der ländlichen Provinz, den spätere Autorinnen und Autoren fortführen, ausbauen und abwandeln. Mittels dieser Figur und ihren Bewegungen verhandelt die Literatur ideologische Diskurse zu Geschlechterrollen, Klassenordnungen, Körperkonzepten und verschiedensten Modernisierungsprozessen. Die Spaziergängerin des 19. Jahrhunderts bewegt sich also im wahrsten Sinne des Wortes in einem Spannungsfeld zwischen materieller Abhängigkeit, Anstandsvorstellungen, Liberalisierungsprozessen und ökonomischer und kolonialer Expansion, deren Fortbewegung zu Fuß sie auf verschiedenste Weise überschreiten, die wir stabilisieren oder auch reproduzieren vermag. Wie dies konkret aussehen kann, möchte ich Ihnen nun anhand von zwei Fallbeispielen zeigen. Mein erstes Beispiel ist Jane Austens sehr bekannter Roman Pride and Prejudice aus dem Jahr 1813. Die Heldin des Romans, Elizabeth Bennet, lebt mit ihren Schwestern und ihren Eltern im Dorf Longbourn und lernt dort den ebenfalls sehr bekannten Mr. Darcy kennen, den sie nach einigen Irrungen und Wirrungen schließlich auch heiratet. Elizabeth ist eine passionierte Spaziergängerin und läuft jeden Tag meistens ganz bewusst alleine zu Fuß. Not a day went by without a solitary walk, stellt demnach die Erzählerin auch fest. Für Elizabeth ist dies eine Möglichkeit, etwas Bewegung und auch frische Luft zu bekommen und ihre Gedanken zu ordnen, womit der Roman durch das Spazierengehen dann ihre Unabhängigkeit, Rationalität, Lebenslust und Unkonventionalität betont. Da es sich quasi für Frauen, wie ich es auch schon meinte, der Schicht Elizabeth Bennets nicht schickte, allein zu Fuß unterwegs zu sein. Sie tut es aber trotzdem und das auch sehr selbstbewusst. Ein Spaziergang im Speziellen sticht in Pride and Prejudice hervor.
Als Elizabeth erfährt, dass ihre Schwester Jane krank bei den Nachbarn liegt, macht sie sich trotz Regens und einigen Kilometern Entfernung auf den Weg, um Jane beizustehen. Im Roman wird dies folgendermaßen beschrieben. Elizabeth continued her walk alone, crossing field after field at a quick pace, jumping over stiles and springing over puddles with impatient activity, and finding herself at last within view of the house with very ankles, dirty stockings, and a face glowing with the warmth of exercise. Elizabeths Kreislauf geriet hier in Wallung. Das zeigt ihr errötetes Gesicht und ihre Kleidung wird beschmutzt. Und das sind beide schon zwei deutliche Grenzüberschreitungen für eine Frau des Landadels im frühen 19. Jahrhundert. Der Gang nach Netherfield wird von der Erzählerin, wie Sie es hier auch sehr schön sehen können, in der dritten Person erzählt und als sehr dynamisch, lebendig und damit durchaus legitim beschrieben. Es sind vielmehr die anderen Charaktere, die sich über Elizabeths Ausflug in direkter Rede buchstäblich den Mund zerreißen und ihn damit überhaupt erst als suspekt markieren. Empört sagt Mrs. Hurst zum Beispiel, "She has nothing in short to recommend her but being an excellent walker. I shall never forget her appearance this morning. She really looked almost wild. To walk 3 miles or 4 miles or whatever it is above her ankles in dirt and alone, quite alone. What could she mean by it? She seems to me to show an abominable sort of conceited independence, a most country town indifference to decorum." Und dazu fügt dann eine weitere Figur Jane Austens, nämlich Mrs. Bingley, das ist eine Rivalin von Elizabeth, hinzu. "Why must she be scampering about the country? Because her sister had a cold? Her hair so untidy, so blousy." In den Augen von Mrs. Hurst und Miss Bingley verrät Elizabeths spontaner Ausflug zu Fuß ihren schlechten Geschmack, ihre Provinzialität, ihre Primitivität und auch eine unzureichende Selbstdisziplin. Sie selbst würden das natürlich niemals tun, ist hier die Implikation. Mit dem, was die zwei Damen hier sagen, entlarven sie sich aber auch selbst. Denn im Gegensatz zu Elizabeth, die das alles ja tut, um ihrer Schwester zu Hilfe zu kommen, sind die beiden alles andere als loyal und empathisch. Es ist bezeichnend, dass der Spaziergang selbst nur in einem knappen Absatz beschrieben wird. Ein Auszug davon habe ich Ihnen eben gezeigt. Während dann diese Reaktionen von Mrs. Hurst und Miss Bingley über Seiten hinweg im Roman dargestellt werden. Das ist also eine deutliche Diskrepanz, die wir durchaus als Solidarität der Erzählerin gegenüber Elizabeth deuten können. Also die Erzählerin ergreift quasi Partei für dieses sehr selbstbewusste und pragmatische Spazierengehen Elizabeths. Es führt mit den Reaktionen Mrs. Hurst und Mrs. Bingley quasi vor, wie weibliche Mobilität überhaupt erst mit Bedeutungen belegt wird. Und Austens Roman entwickelt mit dem Motiv des Spaziergangs dann ein Frauenbild, das zumindest im Hinblick auf Mobilität und Selbstbestimmung durchaus progressive Züge hat. Aber, und ich denke, das müssen wir auch betonen, in der fiktionalen Welt selbst noch sanktioniert wird. Dieses durchaus progressive Potenzial sollten wir aber nicht überbewerten, denn am Ende bewegt sich Elizabeth immer zirkulär. Sie kehrt also nach jedem Spaziergang auch diesem wieder zurück nach Hause, was natürlich symbolisch wieder die häusliche und auch weibliche Sphäre, also der Ort, wo die Frau auch hingehört, markiert. Und ja, sie bricht aus dieser Ordnung quasi nie aus, höchstens vielleicht eine kurze Weile und fügt sich dann wieder in die dominante Geschlechterordnung ein. Und es ist natürlich auch so, dass Elizabeth, wie in jedem Austen-Roman,
am Ende heiratet und damit ja ihre konventionelle Rolle als Frau auch annimmt. Jetzt habe ich noch ein zweites Fallbeispiel für Sie. Das Beispiel ist ebenso kanonisch wie Pride and Prejudice, der deutschen Öffentlichkeit aber wahrscheinlich weniger bekannt. Es dreht sich hier um Thomas Hardys Roman Tess of the D'Urbervilles, der 1891, also gut 80 Jahre nach Pride and Prejudice, erschienen ist. Hardy erzählt in diesem Werk die tragische Geschichte der Tess Durbeyfield im ländlichen Wessex, was eine fiktionalisierte Version der südenglischen Grafschaft Dorset ist. Tess, die unter höchst prekären Bedingungen und in Armut aufwächst, wird von ihrer Familie zu einem vermeintlich reichen und respektablen Cousin namens Alec D'Urberville geschickt, der sie allerdings später vergewaltigt. Die Schwangerschaft, die aus dieser Vergewaltigung resultiert, führt dazu, dass Tess heimatlos wird und sich als Landarbeiterin in verschiedenen Dörfern durchschlagen muss, ohne ihrem Peiniger jemals wirklich vollkommen entkommen zu können. Also er ist ihr immer hinterher und sie begegnet ihm auch häufiger. Während in Pride and Prejudice das Gehen in vereinzelten Episoden auftaucht und ihm in Austens amüsanter und unverfänglicher Gesellschaftskomödie stets eine gewisse Leichtigkeit anhaftet, setzt Hardys Roman die Fortbewegung zu Fuß noch viel konsequenter als Form der Gesellschaftskritik ein. Insbesondere um die verheerende Position der Frau in einer heuchlerischen englischen Gesellschaft anzuprangern. Hardy führt alle seine Charaktere in diesem Roman explizit als Fußgängerinnen und Fußgänger ein. Und durch die Art und Weise, wie sie laufen, legt der Roman geschickt die gesellschaftlichen Hierarchien, Machtstrukturen und soziale Ungleichheiten innerhalb seiner fiktionellen Gemeinschaft offen. Der Roman besteht aus 4 langen Reisen zu Fuß und diese Märsche werden quasi zu einem strukturgebenden Element in diesem Roman. Tess läuft nur selten so beschwingt, wie Elizabeth Bennet es tut. Als Feldarbeiterin, die aufgrund der Geburt eines unehelichen Kindes, das Resultat der Vergewaltigung, sozial geächtet wird, legt sie sehr viel weitere Strecken zurück, oft sogar mehr als 40 Meilen pro Tag. Und sie ist auch zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter unterwegs. Also es sind sehr beschwerliche Fußmärsche, die sie macht. Sie hat kein sicheres Zuhause wie Elizabeth Bennet, zu dem sie zurückkehren kann. Vielmehr befindet sie sich konstant in Bewegung. Sie läuft nicht, weil sie es möchte oder kann, sondern weil sie sich in emotionaler und auch finanzieller Not befindet und fliehen muss oder sich einen neuen Arbeitsplatz suchen muss und deshalb viel zu Fuß geht. Der Erzähler schildert die körperliche Anstrengung, die Tess aufbringen muss, um sich zu Fuß fortzubewegen. Von Anfang bis Ende des Romans werden ihre Fußreisen immer beschwerlicher. Zeitweise schläft sie auch im Gestrüpp und hat blutende Füße. Auf ihren Wegen ist Tess oft der Belästigung männlicher Passanten ausgesetzt. Als Frau ist sie immer sehr exponiert und sichtbar und damit verwundbar. An einer Stelle im Roman versucht Tess, ihrer Exponiertheit als Fußgängerin entgegenzuwirken. Und ich zitiere. Im Roman heißt es, Tess resolved to run no further risks from her appearance. As soon as she got out of the village, she took from her basket one of the old field gowns. She also took a handkerchief from her bundle and tied it around her face, covering her chin and half her cheeks and temples, as if she were suffering from a toothache. And with her little scissors, by the aid of a pocket looking glass, she mercilessly nipped her eyebrows off. Thus Tess walked on, a figure which is part of the landscape, a field woman pure and simple in winter guise. Hier wird deutlich, dass für Tess das Gehen nicht wie bei Elizabeth ein Ventil für Selbstbestimmung ist, sondern vielmehr kann sie sich in ihrer prekären Position zu Fuß auf Landwegen nur an äußere Bedingungen und die Belästigung reagieren.
aber viel mehr dann auch nicht. Also sie hat einen sehr begrenzten Handlungsspielraum. Mit der Landschaft kann sie nur verschmelzen, indem sie sich entindividualisiert, also zum Beispiel ihre Augenbrauen abschneidet oder auch ihre Haare bedeckt. Mit diesen Beobachtungen komme ich dann auch schon zum Schluss dieses Augenblicks für Forschung. Wie Sie gesehen haben, ist der Spaziergang im 19. und 21. Jahrhundert keineswegs eine neutrale oder gar universale Alltagspraktik, sondern stets mit komplexen geschlechtsspezifischen Bedeutungen belegt, die die Literatur aufgreift, das habe ich Ihnen am Beispiel von Austin und Hardy gezeigt, und dann schließlich mit verhandelt und gestaltet. Am Beispiel dieser zwei Romane habe ich verdeutlicht, dass Gänge zu Fuß keineswegs nur zufälliges Beiwerk in der britischen Literatur des 19. Jahrhunderts sind, sondern in unterschiedlichen Nuancierungen als Kritik an vorherrschenden Geschlechterideologien und Ordnungen fungieren können. Und ganz zuletzt danke ich Ihnen damit für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Schön, dass Sie zugehört haben.